Hallo. Heute zu meinem Spezialgebiet wieder, die Sehne. Heute muss ich euch erklären, wie die Sehne funktioniert. Die Sehne ist relativ einfach erklärt. Sie verbindet den Muskel mit der Sehne, Muskel und Sehne zum Knochen. Und hier ist der Übergang. Die Sehne ist das Bindegewebsanteil, das den Teil miteinander von Muskel zueinander verbindet. Und auf der anderen Seite ist auch wieder Muskel und auch wieder Sehne. Und diesen beiden Endpunkte verbindet sich über den Muskel, den aktiven Teil, mit dem passiven Teil, das die Sehne ist. Die Muskulatur ist aktiv mit der Blutversorgung, hängt es zusammen. Das, was bei der Sehne natürlich nicht der Fall ist. Die Sehne hat eine relativ schlechte Durchblutung. Und durch diese schlechte Durchblutung ist auch die Heilung anders als bei einem Muskel. So, aber von der Reaktionsweise her möchte ich euch mal erklären, dass die Sehne einfach komplett anders funktioniert. Ihr seht jetzt hier gerade ein Video von Maasai-Krieger, wie die hier springen. Das ist bei denen so eine Art Balztanz, um irgendwelchen Frauen zu gefallen. Aber ihr seht jetzt mal hier, was die mit relativ wenig Muskelaufwand und mit was für dünnen Muskeln, die eine Riesenhöhe beim Sprung erzeugen können. Wie funktioniert das? Ohne dass die Muskelaktivität hier überhand nimmt. Das ist relativ einfach zu erklären. Eine Kraft, die auf den Bewegungsapparat auftrifft, verändert sich. Sie ist einmal eine aktive Kraft, eine erzeugende, wenn ein Muskel anspannt, oder eine elastische Kraft, die der Bewegungsapparat aufnimmt. In dem Moment, wo man abspringt und wieder aufkommt, wird eine Verformungsenergie auf den Körper trifft die ein. Sprich, die Energie muss ja irgendwo hingehen. Und hier ist die Sehne der Teil, der das speichert. Vor allem diese elastische Energie, wie man das nennt. Deswegen kommt es hier zu so hohen Sprüngen bei der Sache, das man hier sieht. Okay? Ich zeige euch jetzt gerade noch ein anderes Video von ein paar Gazellen. Und da seht ihr auch, wenn das harmonisch miteinander funktioniert, kann diese verformbare Energie ein Riesenkraftfaktor sein. Ohne, dass es an der Blutversorgung und an der Energieversorgung beteiligt ist. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass diese Energie durch das Bewegen, wenn wir uns bewegen, gespeichert wird und abgegeben werden kann. Das hat auch diesen Grund zum Beispiel, dass wenn zum Beispiel früher, wenn eine Fastenzeit war oder es nichts zu essen gab, bis der Jäger wieder was gefunden hat, musste er auch noch Energie erzeugen können. Und dadurch waren die Sehnen immer noch ein Teil, ein Bestandteil, der hier Energie speichern konnte. Und ich möchte die Sehnen hier in den Vordergrund heben, wie man die fürs Training für sich nutzen kann. Weil in dem Moment, wo die Sehnen eine elastische Energie aufnehmen, ist auch in der Sehne der Stoffwechsel nicht höher, weil ja kein Blutzufuhr ist, aber die Wasserbindungsfähigkeit in der Sehne wird größer. Und das ist der entscheidende Faktor. In dem Moment, wo wir älter werden, nimmt diese Wasserbindungsfähigkeit der Sehne ab, weil die Sehne in ihren Endbereichen fast kaum noch auf Bewegung kommt. Man bewegt sich immer nur in mittleren Bereichen, ihr seht es bei älteren Leuten, da ist nur noch ein stachsender Gang und ziemlich steif das Ganze. Das zeigt einmal die Gelenke, aber auch die Sehnen verlieren in dem Moment, wo die Gelenke verletzt sind, ihre Wasserbindungsfähigkeit. Und deswegen möchte ich die Sehne also deutlich erklären, dass man hier lernt, in dem Moment, wo wir die Sehne belastet, kann die Sehne im Nachhinein wie ein Schwamm auch wieder Wasser aufsaugen, genauso wie die Knorpel oder die ganzen Bindegewebsanteile im Gelenk drin. Und wenn ich diese Gelenke aber nicht belaste, kommen die nicht auf, wenn die Sehnen nicht auf Zug kommen und die Gelenke nicht auf Druck kommen, geht ihr Stoffwechsel nach unten und die Entzündungsprozesse gehen natürlich nach oben. Und das ist der Vorteil, wenn man die Sehne beim Training mit einbezieht, dass die Wasserbindungsfähigkeit der Sehne sich erhöht, sprich, dass dadurch auch die Gelenke sich besser bewegen können. Ich spreche dann auch immer von der Straight Arm Stretch, wo der Arm über den gestreckten Bereich arbeitet. Das ist, wenn beide Sehnenendigungen auf Zug kommen. Und wie kommen beide Sehnenendigungen auf Zug? Indem ich von beiden Teilen an einen Zug erzeuge. In den Sehnenendigungen ist ein Golgi-Apparat, der misst die Länge der Sehne, um hier dann in einem Notfall zu reagieren und anspannen zu können, um diese verformbare elastische Energie als Schutzmechanismus wieder einzubringen.
Das funktioniert aber nur, wenn beide Sehnenendigungen miteinander arbeiten. Sprich, wir haben einmal oben den Muskel am Ursprung, wo er losgeht, und dann am Ansatz. Und beide Sehnenendigungen müssen auf Spannung sein. Sonst kann die Kraft nicht übertragen werden. Das erklärt sich ganz einfach. Man kann auch keinen Sehnenreflex auslösen, wenn die Sehne nicht auf Vorspannung ist. Und das ist, wie das Golgi-Apparat über die Sehnen zusammenarbeitet. Spannung hier und Spannung hier kann der Muskel lernen. Wie wird das hier übertragen? Hier ist die Muskulatur mit beteiligt. Und die beteiligte Muskulatur, die hier mit drin ist, ist einmal die tonische Muskulatur, die Haltearbeit leistet. Also sprich, wenn unser Bewegungsapparat anfängt nachzulassen, je älter wir werden, geht auch hier die tonische Muskulatur, verliert ihren Spannungszustand. Und das geht über, dass die Sehnenendigungen nicht belastet werden. Und dann ist die Sauerstoffversorgung allgemein im Muskel schlechter, was auch wieder die Typ 1, die phasische Muskulatur, die schnell anspannen muss, dann benachteiligt. Und dann kommt es zu einem Teufelskreis, wo sich das Gelenk einfach immer schlechter bewegen lässt. Und das findet halt von Dekade zu Dekade anders statt. Wenn man heute sagt, 40 ist das neue 20, dann kann man aber nicht sagen, dass 50 das neue 25 ist, weil zwischen 40 und 50 nimmt die Wasserbindungsfähigkeit in der Sehne sehr stark ab. Und mit jedem Jahrzehnt oder mit jeder Dekade, die draufkommt, nimmt die Wasserbindungsfähigkeit, wenn ich in diesem Bereich nicht trainiere, noch mehr ab. Und das klassische normale oder viel vom normalen Training zielt nicht auf die Sehnenansätze mit ab. Okay? Das war meine Erklärung zur Sehne. Wenn euch das gefallen hat, liked es, lasst ein Abo da. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wenn euch Themen interessieren, ich möchte hier ein ganzes Bereich noch über die Sehnen machen, dass wir da auf einen Nenner kommen. Okay?